So, dann gucken wir mal. Da müssen wir ja irgendwo eine Karte oder irgendwas finden. Das müssen wir irgendwas übersehen haben. This panel is movable. Da lässt sich was verschieben. Oh. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Ah, probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Das heißt, wenn wir den Globus richtig einstellen, dann öffnet sich vielleicht irgendwas. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Ich brauche ein Werkzeug. Aber das sind ja auch Kor. Das ist ein Ölbehälter. Ah. Ich habe ja sogar eine Lampe, ich Blödmann. So. Also. Da gibt es. Gibt es eine Karte? Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Okay, von 33 Nord nach 53 West. Wir können das ja mal im Globus versuchen. Aber ich muss nochmal gucken. Das muss um. 33 Nord, 53 West. 33 Nord, 53 West. So. So. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie stelle ich das denn ein. Hier haben wir auf jeden Fall 30. Doesn't work. I must have missed something. Tja. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Ich habe mir zwar die Koordinaten gemerkt, aber... I must have missed something. Das ist ja... So, wir haben hier... Das ist der Atlantik Westerns. Ranzoomen können wir nicht. Hier sind aber auch noch andere Koordinaten drauf. North Atlantic. Was ist das? North America. Okay, 33 Nord zu 53 West. Okay, dann müssen wir mal nach Nordamerika gehen. Doesn't work. I must have missed something. Ach, das ist ja wieder traurig. Wie funktioniert das Ganze? Auf jeden Fall um den Kopf nicht. So, die Erde dreht sich. Für alle, die glauben, dass sie eine Scheibe ist. Ich verstehe das nicht. Doesn't work. I must have missed something.
Doesn't work. I must have missed something. Merkwürdig. Doesn't work. I must have missed something. Also, wir haben ja gesehen, dass die Nordamerika-Karte navigieren. Wir können nur nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und bestätigen. So, der Grad hier ist 30. Wir brauchen aber 33. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. So, halt. Wir gucken uns trotzdem nochmal um. Seems like this came from a log. So, Seemannslogbuch. 42 Nordinsel Darkwater, den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. So. Okay. There must be a link with the Seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. So, was steht denn da oben? 33, 57, 33 Nord, 53 West. Mal überlegen. So, schauen wir mal. Probieren wir es nochmal. Also, wir müssen... Auf jeden Fall muss das Nordamerika gewesen sein. Also, was haben wir denn da im Breitengrad? So, das ist 30. Probiert's. Nee. Doesn't work. I must have missed something. Ah! Looks like it worked. Das war mehr Zufall. Well done, Pierce. Super. Oh, jetzt in den düsteren Keller, ne? Das ist ja... Das ist ja wieder ganz toll. Ja, das mit dem Globus, das war, wie gesagt, jetzt reiner Zufall, aber so ungefähr 33, ja, muss man halt irgendwie rausfinden. Aber ich finde es krass, dass so ein Rätsel davon abhängt, ob man weiterkommt oder nicht. Ich fand das ganz schön schwer, muss ich sagen. Secret Passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime's three seats. Oh. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Oh, okay. Did Charles Hawkins hide something in this chest? What is this mask supposed to represent? Tja. Das ist echt eine gute Frage. Was hat er da in der Kiste versteckt? Was bedeutet die Maske? Ist hier nur einer von den Brüdern irgendwie rätselig? Gibt's da irgendwas? Nö. Hier ist, glaube ich, alles gezeigt, ne? Ja.
vorbei. Irgendwas habe ich hier bestimmt wieder übersehen. Wie immer. Irgendeine Lampe. Hier ist die Kiste. Ja. Hier ist ein Kelch, hier ist ein Buch. Noch ein Kelch. Hier sind Kerzen. Vielleicht unterm Tisch irgendwas? Dass ich nur irgendeine Spur übersehen habe? Nee. Komischerweise schaltet er aber auch nicht um, wenn ich rechte und linke Maustaste drücke. Das heißt, ich habe wirklich wieder was übersehen. Ist hier an der Decke irgendwo was? Nö. Das ist ja merkwürdig. Gucken wir hier mal weiter. Ach da. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Oh, das mag sein. So, okay. So, hier geht's bergab. Gehen wir mal runter. Schon krass, ne, dass ich die Rätsel lösen muss, obwohl er ja von der Mega-Fahndungskommission ist. Ja. Ich muss mir noch einfällt, ich habe den Dieb gar nicht gefangen. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine. Bist du denn für ein Lappen? I'll try my luck. Möchte seine Uniform nicht verschmutzen. Das ist ein Witz. Ich denke, der will mir helfen. Ich muss hier über dieses morsche Zeug kriechen. Hier geht's schon mal weiter, das ist gut. Und das Fliegenfänger? Some kind of dream catcher. Traumfänger. Fliegenfänger. Natürlich ein Traumfänger. These paintings must be several centuries old. This monstrous creature must be an allegory. Heftig. Ja, toller Bulle. So. Ist hier noch irgendwas? Ne.
So, super. Wieder ein Stück weiter gekommen. Kann ich denn die Tür für den Typen öffnen? Nee. Hätte sein können, dass Monsieur Polizist damit reinkommen möchte. Ja, so ähnlich. Time has weakened these structures. Hier irgendwas zu entdecken? Ja. I don't have time to search them all. Okay. Vielleicht war das auch gar kein Einbrecher, sondern irgendwer von so einer komischen Sekte oder so. Oh, was geht da ab? What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Ach, da kommt er ja angekrabbelt. Woher kennt er denn den Weg? What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. Im Grunde genommen kann er auch oben bleiben. Den braucht doch kein Mensch. Geholfen hat er bis jetzt überhaupt nicht, außer dass er jetzt da war. So, ich bin von da rausgekommen. Ah, und da geht's weiter. Hier wahrscheinlich herunter. Aber ich sollte nicht laufen. Ich weiß nicht, ob es das Spiel beeinflusst, aber Lautstärke ist immer nicht gut. So. Oh, da steht mein Bild. Warum? A mass grave. Und wieder eine Loch. Ich finde, er macht immer denselben Fehler. Er beugt sich immer rüber, guckt sich das an, guckt gar nicht nach hinten und wundert sich dann, wenn ihn einer überfällt oder wie auch immer. Ah. Ja, dumm gelaufen. Oh Gott. I got it. Ah. Das ist ja. Ja, wie vom Anfang an hier. I can't. Breathe. Ganz ruhig. What's happening? Ja, ich bin ja schon weg. No, damn it! I must find a way out of here. Da wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, beruhig dich, beruhig dich. Man hätte hier jetzt so einen Tunnelblick. Ich sehe auch gar nichts. So. Ach, hier unten. Oh Gott. So. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. Gottes Willen. I am ready. Good enough. Die Schweinepriester von den Ferkeln Jehovas. It's like in my dream. Ja. Das hier? It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ich fand diesen Dolch in den Tunnel unter der Hawkins Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er anderen gewandten Männern folgte. Okay. Gegenstand erhalten. Naja, wenn das so endet wie in meinem Traum, das wäre ja für den Arsch.